Okay, Leute, direkt an gleicher Stelle wieder zurück zum nächsten Part des Pokémon Trading Card Games. Feuerclub können wir immer noch nicht machen. In der Challenge Hall gibt es auch noch nichts. In Ishiharas Haus vielleicht? Hey, Keldi, willkommen. Ich habe gerade keine Karten, die ich tauschen möchte. Okay. So. Wir gehen in den Steinclub. Und Stein dürfte mit Pflanze doch kein Problem sein. So, was haben wir hier so? Ich ziehe bald an einen fernen Ort, aber ich bin nicht traurig. Ich werde neue Freunde finden, die mit mir das Pokémon-Sammelkartenspiel spielen. Oh, ich habe verloren. Pascal ist wirklich gut. Eines Tages werden die leeren Pokémon-Karten ihm gehören. Denkst du? Oh, Entschuldigung, hast du schon gehört? In dem Ort geht das Gerücht um, dass Ishihara eine sehr seltene Karte tauschen möchte. Bei dir muss man immer ansprechen. Möchtest du? Okay, was hast du denn? Hey, Kildi, ich dachte, du wärst gekommen, weil du hörst, dass ich ein Pixie suche. Habe ich nicht. Ich überlege, gegen es mein Surfing Pikachu zu tauschen. Besitze ich ein Pixie? Ich würde gerne. Aber du hast kein Pixie. Okay. Gut. So, oh, hast du schon gehört? Ja, geht das Gerücht um. Ich habe aber kein Pixie. So, und du bist Pascal? Hi, ich bin Pascal, ein Mitglied des Steinclubs. Ich habe gerade ein Duell besonnen. Ich habe gewonnen, ist ja klar. Die legendären Karten werden bald mir gehören. Wie sieht's aus? Möchtest du gegen mich antreten? Na klar, beim letzten Mal. Ist das okay? Dann los. Das harte Pokémon-Deck. Ja, Pascal. Oh. Meine Maus schön aus dem Bild halten. Pinsir. Bisasam. Okay, wir fangen mit Pinsir an. Vogelhändler. Ist nicht schlecht. Können wir uns also garantiert einen Bisa-Knosp oder ähnliches holen. Onix! Und das dürfte eigentlich das einfachste sein überhaupt. Noch ein Onix. Noch ein Kleinstein. Kampfenergie und Steinwurf. Da rollt der Stein. Rolling Stones. Pflanzenenergie an Pinsir. Können wir noch nichts machen. Brauchen wir auch nicht. Noch ein Steinwurf. Ich glaube, der kam auch Härtner. Bill. Cool. Tangela und Pflanzenenergie. So, das heißt, demnächst holen wir uns unser... wie heißt's? Bisa-Knosp. Pokéball, bei Kopf bist du erfolgreich. Gibt's einen Georock für dich? Nein, gibt es nicht. Kampfenergie an Onix. An das andere Onix. Sehen wir mal, was Onix kann. Steinwurf und Härtner. Bei Härtner nehmen wir 30 weniger Schaden im nächsten Zug. Kleinstein, Steinagel. Eine Münze. Jedes Mal, bis man Zahl wirft, macht das Ding 10 KP Schaden. Relativ nett, aber man muss erstmal so auf Kopf werfen. Und die nächste Attacke. Georock im Gegensatz dazu ist wesentlich stärker. Kampfenergie an Bisasam. Wir nutzen den Pokémon-Händler, tauschen Yugong gegen Bisa-Knosp. Yugong hätte ich sogar gezogen. Bisa-Knosp. So, und da geht's down. Mit 40 KP Schaden. Onix ist kampfunfähig. Ein Preis, eine Pflanzenenergie. Perfekt. Nächste Onix. Nächste Kampfenergie, nächster... Nächstes Georock. Nächster Steinwurf. Heute kommt viel nochmal. Tausch. Bietet sich ganz gut an, ne? Lähmung haben wir jetzt nicht. Gleich tauschen wir aus gegen Bisa-Knosp. Das macht seine 60 KP Schaden und dann haben wir es auch. Dann können wir Bisa-Flot ziehen rüber. Solarstrahl. Bam. 120 KP Schaden. An Onix. Oder an allen anderen. Also, die Arena hier ist eigentlich die einfachste. Man kann ganz einfach die Pflanzen-Pokémon nutzen. Es gibt viele starke Pflanzen-Pokémon. Und so macht man ganz einfach die dritte Arena. Georock kriegen wir auch ohne Probleme down. Windhauch. Es sei denn, es kommt Pinsir, was der jetzt auseinander nimmt mit einem Steinwurf. Und der macht Schaden. Wenn Georock einen Stein wirft, sollte man in Deckung gehen. So, der ist kampfunfähig. Ja, passiert. Raupi, Rankenhieb und tschüss Georock. 60 KP. Weg. Hyperheiler. Jetzt nochmal Kleinstein und dann haben wir's. Steinhagel kannst du nicht einsetzen. Giftpuder können wir nicht einsetzen, weil keine drei Pflanzen. Egal. Brauchen wir nicht. Der Sieg. Bisaflor, da wäre es sogar gewesen. Tja, das wäre ihr Preis gewesen. Duell mit Pascal gewonnen. Wenn ich so weiter spiele, werde ich die legendären Pokémon-Karten nie bekommen. Denkst du? Kabutops. Absorber entfernen Hälfte der Schadenspunkte. Kabutops ist heftig. Wenn man bis dahin bekommt, hat man ein sehr geiles. Doppelte Farblosung. Amoroso. Was ist das denn für ein Fossildeck? Mankey Rihorn. Mankey.
Noch ein Kabutops! Natürlich, und ein Rasaf. Und ein ganz Fossil und ein Kabuto. Finde ich gut. Unser nächstes Duell gewinne ich. Denkst du? Jetzt gehen wir mal in den Steinclub. Und hier, Rehorn-Statuen. Ich wollte schon immer ein steinharter Typ sein. Stein-Pokémon. Ist der Name nicht steinstark? Möchtest du gegen mein Stein-Pokémon-Deck antreten? Danke, machen wir mauern dieses Deck mit 4 Preisen. Okay, glühende Pokémon, der Florian. Basis-Pokémon ist Pinsir, schon wieder. Jetzt haben wir Europ und Arktos. Finde ich gut. Als erstes aber, Florian ist der gefährlichste im Club. Warum? Könnt ihr euch bestimmt denken, glühende Pokémon, glühend, Feuer, ja, Florian hat auch Feuer-Pokémon im Deck. Also, das ist die sehr ausgeglichene Kombo. Man könnte rein theoretisch ein sehr gutes Kampffeuer-Deck machen. Weil Kampf-Pokémon gibt es ja einige starke. Nicht nur Bodenkampf, also sondern wirklich Kampf-Pokémon. Gibt sehr starke. Rehorn. Okay. Psycho? Warum hast du Psycho-Energien im Deck? Und dann hat man noch Magma, was sehr stark ist. Magma ist ja auch im Prinzip so ein halbes Gesteins-Pokémon, weil... Keine Ahnung, weil Baum. Nochmal Klammerangriff, der geht daneben. Beziehungsweise der paralysiert nicht. Rossana hast du? Du hast eine Rossana? Was willst du mit Rossana? Ich glaube, der hat einen Glumanda mit dem Deck. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Kingler können wir nicht nutzen. Raupi haben wir schon. Professor Eich. 7 Karten. Smetbo, Krabi, Defender. Ein Yugong. Ich habe sogar einen Europ. Geben wir dem dann die Pflanzenenergie und jetzt seht das mal. 100 KP Schaden. Das heißt, ich würde Onix one-hitten. Es geht bei Rossana natürlich nicht. Die hat 70 KP. Bisaknos. Bisasam habe ich nicht. Yugong braucht 2 und eine farblose. Okay. Erstmal versuchen zu leben, was nicht klappt. Eine Adrihorn. Nächste Wasserenergie. Das heißt, ich könnte Yugong sogar spielen. Guillotine und tschüss. Pflanzenergie Tragosso. Machen wir auch mit einer Guillotine weg. Rizeros. Kriegen wir auch mit einem weg. Geheule. Oh, wässrige Augen. Es tut einem ja fast schon leid. Das arme Ding, trotzdem kriegst du eine Guillotine. 90 KP Schaden. 80, Entschuldigung, du nimmst 20 weniger. Und Rizeros, das machen wir auch in einem Zug down. Hornattacke! Oder auch nicht. Weil 30 SP Schaden, down, Flo nimmt sich einen Preis und hier kommt Yugong! Mit Plus Power. Und Aurora-Strahl. Eis mit... Aurora-Strahl ist schon sehr stark und ist, glaube ich, auch besser als Eisstrahl, weil Eisstrahl... wie ihr euch bestimmt denken könnt, kann eventuell einfrieren, was in diesem Fall paralysieren heißt. Habe ich 2 Plus Power auf der Hand? Dann könnte ich den auch so besiegen. Ne, habe ich nicht, nur einen Defender. Also können wir lieber 3 Energiekarten auf Yugong lassen, um 20 KP mehr Schaden zu machen, als eine eventuelle Möglichkeit, das gegnerische Pokémon zu lähmen. Was auch sehr praktisch sein kann, ohne Frage. Aber grundsätzlich... macht es der Aurora-Strahl. Wasserenergie und Sieg gegen Florian. Ich denke mal, in diesem Part werden wir auch den Arena-Leiter mitnehmen. Arena-Leiter, den Clubleiter. Wow, ich habe verloren. Der Typ kann nicht, ich kann nicht verlieren. Denkst du? Wenn du mir einen Zapdos gibst schon. Zapdos, Radikal, Bill, Kampfenergie, noch ein Kolosseum. Busadiktri! Stark! Und Erdbeben. Fügt jedem Pokémon auf der Bank... der eigenen 10 zu, okay. Trotzdem 70 Schaden. Hallo? Yugong, Arcani, Glutexo, Abra. Ein steiner Typ wie ich sollte schwer zu schlagen sein. Ich muss noch stärker werden. Oder noch härter? Da ist Achim! Ich meißle die eine Pokémon-Statue aus diesem Stein. Bitte, du möchtest spielen? Ja, gerne. Sollen wir jetzt spielen? Ja, machen wir. Ein schnelles, einzelnes Match und 3 Preise. Okay, auf geht's! Das Ausgrabung-Deck. Der Achim! Ja, machen wir so. Auf geht's! Achim hat keine Basis-Pokémon, sondern nur ein Aerodactyl. Und kein Geheimnis-Fossil, was wir auch erst im nächsten Zug legen können. Achim hat schon wieder keine Basis-Pokémon, sondern Knogger und einen Pokémon-Züchter, mit dem sich direkt ein Krabutops holen kann. Okay.
Und Achim hat schon wieder keine Basis-Pokémon, weil er nur ein Ammonitas und ein Sandama hat. Und Geheimnisfossile immer noch nicht als Basis-Pokémon zählen. Jetzt hat er eins gezogen. Jurob und Krabi. Und ich habe nur Pflanzenenergien. Ja, das ist ja toll. Komm, ich brauche eine Wasserenergie. Oder ein Krabi. Oh, Entschuldigung, ich habe Jurob. Im Start. Entschuldigung. Das war ein Denkfehler. Sandan kriegt eine Energie. Sandwirbel. Falls ich jetzt... Das ist fies. Sandwirbel sorgt nämlich dafür, dass wir jetzt eine Münze werfen müssten. Wenn wir... eine Münze werfen müssen, wenn wir angreifen. Wenn wir Zahl werfen, ist der Angriff wirkungslos. Aber zum Glück haben wir Raupi. Wechseln ein. Nochmal Sandwirbel. Bei, Sepa ist es genau dasselbe. Das kann nämlich Rauchwolke und da müssen wir auch erst... Krabi kriegt auch eine. Fadenschuss. Sandwirbel ist mit Erfolg und lähmt sogar den Gegner. Und das Duell ist auch schon vorbei. Leute, wir nehmen den Arenaleiter mit. Ah, ich sage immer Arenaleiter, aber es ist ein Dreipreise wäre es sogar gewesen. Aber egal. Mit Achim gewonnen. Das ging schnell. Wow, du hast mich besiegt. Hier, nimm das. Ein Gengar. Wir haben ja schon zwei. Galoppa, Kokuna, Tragosso, Stami. Brauchen Pixie. Machomai. Geowatz. Geowatz. Lawine, 60 KP und Finale mit 100. Geowatz fügt selbst 100 Schadenspunkte zu. Heißt, wo ich zwei Defender, um das abzuwehren. Was ist denn jetzt passiert? Heute ist nicht mein Glückstag. Tja, und jetzt kommt Olaf. Und den kann man sofort herausfordern, theoretisch. Und da ist er. Ich bin Olaf, der Meister des Steinclubs. Steine sind klasse. Ist Gestein nicht toll, Keldi? Stein ist hart und stark. Zerbricht nicht unter Druck. Wenn du gegen mich spielst, hast, wirst du mir zustimmen. Los! Mal sehen, aus welchem Material du bist. Unser Duell geht um 6 Preise. Du bekommst die Steinmedaille erst, wenn du mich besiegt hast. Da ist er, Olaf, der aussieht wie Professor Eich irgendwie. Das Steinschlagdeck und epische Bossfight-Musik. Olaf könnte dir auch direkt herausfordern. Und das ist eigentlich die einfachste erste Medaille, die man überhaupt bekommen kann. Jetzt habe ich 2x Sichler auf der Bank, ist auch okay. 6 Preise. Und wir dürfen anfangen. Gegen Onix. Onix ist so ziemlich das liebste Starter-Pokémon von ihm. Ist auch eigentlich klar, weil Onix 90 KP hat. Und falls man keine Pflanz-Pokémon hat, sind 90 KP schon sehr schwer beizukommen. Muss man echt sagen. Also ist schon sehr cool, Onix. Würde ich auch in Deck nehmen, auf jeden Fall. Krabi habe ich keins. Ich brauche Energien, Leute. Oder eine Paralyse, die ist auch nicht schlecht. Zack. 20 Schaden, paralysiert. Und was kommt jetzt? Olaf denkt nach. Kampfenergie an Dicta. Beendet den Zug ohne anzugreifen. Olaf ist geheilt. Pflanzenenergie. Geben wir die Tangela und hoffen auf die Giftpeitsche. Der ist dann garantiert vergiftet. Ja, machen wir. So, Lähmung tritt ein. Und falls ich jetzt irgendeine Energie ziehen sollte, kann ich Onix im nächsten Zug downhauen. Denkt nach, eine Energie an Kleinstein. Machen wir so. Wasserenergie, da ist sie. Da ist sie doch. Und zack. Giftpeitsche. Und vergiftet. Wie man auch immer Steine vergiften kann. Ist mir zwar ein Rätsel, aber das ist Pokémon-Logik. Beende den Zug ohne anzugreifen. Ein Safcon. Ich habe aber kein Dings auf der Hand. Kein... Mist! Falscher Angriff. Zwar kriegen wir den jetzt so down. Ich könnte auch auf einen Schwerttanz hoffen gleich. Und auf eine Energiekarte. Olaf fängt nach. Kleinstein entwickelt sich zu Georock. Und ein Supertrank. Supertrank ist geil, muss ich sagen. Weil Supertrank sorgt dafür, dass ihr eine Energie weg habt. Eine. Und dafür zieht ihr bis zu 40 KP Schaden ab. Wenn man genug Energie drauf hat, ist es schon sehr geil. Defender, okay. Also hätte ich, Mist, hätte ich doch die Giftpeitsche machen sollen. Giftpeitsche! Hätte er 40 KP Schaden genommen. Kein Schaden, aber eine Vergiftung. Olaf denkt nach, Kampfenergien geben. Georock Geld 10 aufgrund von Gift. Dick, da kriegen wir ohne Probleme down. Krabi, Pummeluff. Brauchen wir alles nicht, denn wir haben die Giftpeitsche. Zack. Kampf und fähig, den zweiten Preis in Arktos. Dick, da kriegen wir in einem Zug noch, wie gesagt.
Auch wenn es mit einem Schlammbad 30 KP Schaden machen kann, was verdammt stark ist. Wenn man einen Dicktrieb bis dahin zieht, ist das schon sehr mächtig. Und ich hoffe jetzt bald mal, dass ich ein paar Energien ziehe. Denn mir gehen die Energien aus. Besiegt. Und ich ziehe die Preise jetzt immer einfach nur so, dass ich die nächsten Preise ziehe. Ich habe normalerweise im ersten Card rausgemacht oder ähnliches ein bisschen rumgespielt. Habe ich jetzt keine Zeit für, beziehungsweise möchte ich ihn machen. Schaufler, Tangela ist kampfunfähig, Olaf hat einen Preis. Sichlor, Raupi würde ich sagen. Pflanzenenergie, ich habe ja auch einen Safkon auf der Hand, ne? Ja, habe ich. Und Smetbo. Okay, nicht. Das ist schlecht. 20 aufgrund von Schwäche. Das heißt, ich könnte mir das jetzt komplett verhauen. Und 30 KP. Oh, ich hatte doch Pluspower auf der Hand, oder? Nee, aber ein Hyperheiler. Egal, denn wir haben jetzt Safkon. Und eine überflüssige Lähmung. Olaf kriegen wir eigentlich schnell down. Wir können ein bisschen epische Musik genießen. Ich sollte mir die Musik vom Pokémon Trading Card Game auch für meine Entspannungs-Let's Plays runterladen, beziehungsweise generell. Die ist auch sehr geil. Hat auch sehr viel coole Musik dabei. Wasserenergie. Versuchen wir mal einen Yugong zu holen. Stachelspore. 40 und nur noch ein Preis und dann haben wir's. Wenn der ohne Dick das spielt, ist auch kein Wunder. Beende den Zug ohne anzugreifen. Ja, das war's so gut wie. Pflanzenenergie. Ich hole mir mal Smetbo. Spiel. Oh, ich hätte mir erst einen Kingler machen sollen. Oder einen Yugong. Egal. Ist ja sowieso so gut wie vorbei. Wirbelwind. 10 KP Schaden. Ne, 40, Entschuldigung. Jetzt kommt Rihorn. Dann machen wir einmal den Megasauger. Und das ist auch fies. Silberblick. Im nächsten Zug kann ich nicht angreifen, wenn das geht. Geht nicht. Okay. Silberblick wirkungslos. Und jetzt achtet mal. Wenn ich jetzt Megasauger mache, heile ich wirklich 40 KP Schaden. Also genau die Hälfte. Das wäre der Sieg gegen Olaf. Und ihr seht die Karte, wenn man die guten Karten hat, relativ einfach. Wunderbar, deine Hartnäckigkeit, die sogar einen Stein zertrümmern kann. Hast du den Sieg über mich zu verdanken? Diese Steinmedaille gehört zu Recht dir. Und ihr seht, das ist die 7. Eigentlich. Kildi hat die Steinmedaille gewonnen. Nur noch zu dieser Boosterpackung. Rätsel. Überprüft die Karten. Aerodactyl. Cool. Blitzer, Parasek, Amoroso, Kampfenergie. Und noch eine Rätsel. Zapdos, Level 40. Das ist andere Zapdos. Ihr seht, wirft eine Münze bei Kopf, fügt er dem Angriff diesem Pokémon 20 Schaden zu. Schwäche und Renz. Danach fügt sich Zapdos jedes Mal, wenn die Münze Kopf zeigt, selbst 10 Schadenspunkte zu. So. Aquana, Rasaf, Rihorn, Energieabsauger. Ich warte auf den Tag, an dem wir wieder spielen können. Okay. Dann gehen wir mal raus, ne? Wow! Hoppla! Hi, Kaldi, wie geht's? Du hast die zweite Medaille gewonnen. Du musst ein Glückskind sein. Ich werde sehen, wie gut ich wirklich bin. Wir spielen um 6 Preise. Gewinnst du, gebe ich dir eine sehr seltene Karte. Das Ich-Bin-Ronald-Deck. Oh, Ronald will uns herausfordern. Das aber erst im nächsten Part von Pokémon Trading Card Game. Haut rein und ciao.